So, da sind wir wieder. Wir haben beim letzten Mal mit A Link Between Worlds angefangen und ich habe eigentlich auch, abgesehen davon, dass ich mein Haus abtreten musste, überwiegend positive Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Wir hatten so ein bisschen das Tutorial und das ganze Intro mit Yuga. Mhm. Muss gerade erstmal wieder alles so auf die Reihe kriegen. Haben auch Ravio kennengelernt und waren sogar im ersten Dungeon drin. Gut, wir hatten auch ein paar sehr seltsame Gestalten, wie zum Beispiel den komischen Bienenmann. Sum sum. Der war vielleicht ein bisschen sehr seltsam und ich meine, Ravio ist auch nicht besser. Aber da wir zum Zeitpunkt des Streams Ostern haben, bitte gehen Sie. Bitte gehen Sie während meiner Begrüßung weg. Passt das ja eigentlich ganz gut mit Ravio. Er geht schon als Osterhase durch, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. So, und ich muss jetzt erstmal wieder so ein bisschen gucken. Ich habe mein Schwert auf B gelegt, dann habe ich aktuell meinen Bogen auf Y, meine Lampe auf X, kann auch jederzeit ins Item-Menü reingehen und in Wände kann ich, glaube ich, einfach rein, wenn ich sie anklicke und alles andere ist, glaube ich, recht irrelevant. Ich kann Sachen auf der Karte markieren, ich kann Ilona, Inga, ihr wisst schon, wen rufen. Wie hieß sie jetzt nochmal? Du weißt, Irene. Irene? Ja, alles das Gleiche. Ich werde mich, glaube ich, nie von Inga trennen können. Das ist irgendwie leichter auszusprechen. Aber Hauptsache Sahasrara kann ich aussprechen, aber Irene ist mir zu hoch. Denk an Sirene. Stimmt. Das ist eigentlich eine ganz gute Eselsbrücke. So. Und ja, hallo Ravio. Heute hast du wieder tolle Empfehlungen für mich. Und wir haben ja auch schon einige Sachen auf der Karte markiert. Ich glaube, ich müsste die Kirche noch mal eben markieren. Wo war denn die? Wir müssen weiter links hoch. Das da? Ja. Da wollen wir auch noch hin. Beziehungsweise dem Friedhof, wo du in den Dungeon unter der Kirche kommst. Ja gut, aber das reicht ja. Und wir haben auf jeden Fall den Anhaltspunkt bekommen, dass wir jetzt entweder in den Süden können, zum Haus des Windes, meine ich, auf dem Wasser, oder in, korrigiert mich, wenn ich es jetzt falsch benenne, in Heras Turm. Ganz oben im Norden und hatten uns ja dann dazu entschieden, erstmal in den Süden zu gehen, weil das für mich ein bisschen angenehmer aussah und haben uns dann auch die Schwimmflossen gesnackt. Und dann habe ich ja auch festgestellt, dass wir plötzlich 1 Million Items hier bei Ravio ausleihen können und war ja doch erstmal so ein bisschen, ich fühle mich irgendwie ein bisschen gespoilert davon, aber... Weil ich glaube, das ist jetzt bei dir jetzt nur so gewesen, weil ich meine, das wurde sogar von Anfang an im Spiel beworben, bei der Werbung des Spiels. Ich habe die Werbung nie gesehen. Also deswegen. Ich glaube, die meisten Leute wussten das halt einfach schon, bevor sie das Spiel gespielt haben, dass man sich darauf einstellt. Ja. Und du bist halt komplett ohne diese Info reingegangen. Die Sache ist, zu dem Zeitpunkt, als das Spiel dann beworben wurde, habe ich halt auch kein Fernsehen mehr geguckt. Dann habe ich es höchstens online mal gesehen. Und da habe ich es irgendwie wirklich ignoriert überwiegend. Und ja, ich weiß, dass man wusste, dass man in Wände reingehen kann. Und so ein paar andere Dinge vielleicht auch noch, aber die werde ich erst erwähnen, wenn wir sie auch wirklich gesehen haben. Aber das mit den Items ausleihen wusste ich halt wirklich nicht. Deswegen war das erstmal so ein kleiner Schock für mich, weil ich das gar nicht gewohnt bin. Hab ja auch ein bisschen gemeckert, sag ich mal. Aber ich möchte jetzt heute erstmal ein bisschen erkunden. Ich möchte erstmal die ganzen Pins auf meiner Karte abgehen. Und dann möchte ich quasi hinterher erstmal beurteilen, ob ich das jetzt tatsächlich... schlecht finde oder eben auch nicht. Weil klar, im ersten Moment ist es ein bisschen ungewohnt, wenn man die klassischen Zelda-Teile gewohnt ist, dass man dann plötzlich so viele Items vor die Nase gesetzt bekommt. Man fühlt sich halt zum einen ein bisschen gespoilert dadurch, weil ich es halt auch so cool finde, das selber zu entdecken mit den Dungeon-Items. Zack. Und zum anderen ist es halt einfach ungewohnt, dass du die Sachen ausleihen musst und die dann immer wieder kaufen musst, wenn du abkratzt. Aber ich möchte das jetzt auch gar nicht zu sehr beurteilen. Ich weiß, ich habe es im letzten Stream trotzdem gemacht. Oh, ich dachte, ich müsste ruhig nochmal drücken, damit es explodiert. Aber ich will jetzt heute erstmal ein bisschen erkunden, die ganzen Pins, wie gesagt, abarbeiten und dann nochmal ein Fazit ziehen, ob ich das jetzt wirklich so schlecht finde. Weil ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir trotz allem, hi, nicht alle Items jetzt schon holen können. Also ich glaube nicht, dass du jetzt schon die Möglichkeit hast, alle Herzteile zu holen oder so. Ich denke, du hast jetzt schon einige Möglichkeiten, ja. Aber ich denke, vieles kannst du trotzdem erst später machen. Achso, hier ist einfach nur ein normaler Feenbrunnen. Dass du quasi noch Items hast für die Schwimmflossen zum Beispiel, die du bei Ravio eben nicht ausleihen kannst. Also da auf jeden Fall einfach mal gucken. Gibt nach heute auf jeden Fall ein Fazit. Nee, ich glaube, das hätte ich potenziell nicht wissen wollen. Es hätte nichts geändert. Ich hätte es ja trotzdem
gespielt. Du klingst viel älter. Als was? Als wer? Als wann? Also so mit der Aussage an sich kann ich nicht viel anfangen. Klinge ich älter als vor 2 Jahren? Ja, könnte gut sein. Ich bin auch älter geworden. Klinge ich älter, als ich alt bin? Nein, ich glaube nicht. Klinge ich älter als Jan? Nein, ich glaube auch nicht. Kläre mich auf, erleuchte mich. Finde ich schön, dass sie das immer schön kennzeichnen. Ich bin 38. Mhm. Aber ich meine, dass ich heutzutage vielleicht ein bisschen älter klinge als noch vor 5 Jahren, ist jetzt nicht so die größte Überraschung, oder? Das kann durchaus passieren. Oder es kann auch ein bisschen am Mikrofon liegen. Aber ich glaube, dass man anders klingt, wenn man jemanden lange nicht gehört hat, ist eigentlich keine riesige Überraschung. Es tut mir leid, es tut mir leid. Es ist alles meine Schuld. Entschuldige bitte. Hallo? Wer bist du? Hat meine Frau dich geschickt, um mich zurückzuholen? Wie hast du mich eigentlich hier gefunden? Hätte den Eingang doch so gut getarnt. Hättest du mal die 2 Steine weggeschoben. Du bist also nicht gekommen, um mich nach Hause zu holen? Hast du nicht vielleicht Lust, mir zu helfen? Bist du ein klar denkender Mensch? Ich denke, hoffe schon. Wirklich? Mir gehört ja dieser Laden in Kakariko. Eines Tages fiel mir das im Angebot des Straßenhändlers nebenan etwas auf. Er verkaufte einen Apfel, der einen angeblich klar denken lässt, wenn man ihn isst. Das klang so reizvoll, da habe ich etwas Geld aus der Kasse genommen und ihm den Apfel abgekauft. So einen Apfel würdest du doch auch haben wollen, oder etwa nicht? Nee, du. Du scheinst wirklich sehr klar zu denken. Dieser Apfel, ich habe ihn gegessen und nach ein paar Stunden setzte die Wirkung ein. Schreckliche Schmerzen, Stunden auf dem Klo, reden wir nicht weiter davon. Aber am nächsten Morgen geschah es. Meinem Magen ging es wieder gut, alles war wieder ganz normal. Eigentlich ist alles am besten, wenn es ganz normal ist, dachte ich mir. Verstehst du? Meine Gedanken waren plötzlich klar. Ich hatte eine große Einsicht gewonnen. Aber als meine Frau davon erfuhr, wurde sie fuchsteufelswild. Ihre Gedanken waren absolut nicht klar. Sie warf mir an den Kopf, ich hätte mich reinlegen lassen. Stundenlang machte sie mir die Hölle heiß. Das war der Grund, warum ich mich hier versteckt habe. Findest du auch, dass ich mich habe den Tisch ziehen lassen? Das kann man jetzt so oder so sehen. Ich meine, ja, er hat sich über den Tisch ziehen lassen. Auf jeden Fall. Aber er hat zumindest eine Erkenntnis gewonnen. Nämlich, dass er solche Dinge, die einen in gewisser Weise bessere Fähigkeiten verleihen könnten, eigentlich bescheuert sind, weil man eigentlich das wertschätzen sollte, was man auch so hat. Aber ja, das war schon ziemlich dumm. Duty for me. Wusste ich's doch. Klar denkende Menschen verlieren nie die Fassung, was? Bis sich meine bessere Hälfte wieder etwas beruhigt hat, kriegen mich keine 10 Pferde nach Hause. Nur dumm, dass du mein Versteck entdeckt hast. Am besten verziehe ich mich in irgendein Verlies. Als Itemhändler weiß ich aber natürlich, dass man nicht ohne Fluchtfrucht in ein Verlies gehen sollte. Kannst du mir eine bringen? Das wäre meine Rettung. Also muss ich ihm jetzt erst besagte Frucht bringen? Denke ich mir mal. Die Frage ist, ob ich die einfach in Kakariko kaufen kann. Ich nicht. Also ich habe zumindest noch nichts Ähnliches gesehen. Huch! Doch! Hallo? Was ist das hier eigentlich für eine übelste Wombo-Kombo? Alle hauen sie auf mich rein. Okay, also der braucht auf jeden Fall eine Fluchtfrucht. So rum. Ich weiß halt nicht, ob das tatsächlich so eine Art Tauschquest ist oder ob das eher so, ja, so abläuft. Ich bringe ihm die Frucht und habe dann dementsprechend gelernt, dass ich die in Zukunft auch benutzen kann in Dungeons. Könnte ja eventuell auch sein. War das eigentlich der Ort, zu dem du mich hinlotsen wolltest? Mhm. Aber du wolltest mich irgendwo nach Süden lotsen. Zum See. Da rechts. Ja. Oder gehe ich ja sowieso hin? Ja, nee, da ist noch was anderes. Okay. Und da einmal kurz hoch, rechts und wieder runter. Okay. Ich meine, nach Kakariko will ich ja sowieso noch. Da ist ja auch ein Pinnchen. Ich muss mal wieder so ein bisschen ins Kämpfen hier reinkommen. Wo war mein Schild eigentlich? Ach, da.
kann ihm auch einfach einen Pfeil ins Gesicht schießen. Das tut mit Sicherheit auch weh. Nee, da habe ich ja auch irgendwas gepinnt in Kakariko. Das heißt, da gehe ich auf jeden Fall auch noch hin. Ach, guck mal da. Das meintest du? Mhm. Stimmt. Aber wie gesagt, vielleicht haben die ja auch die Frucht. Und da ins Wasser wollen wir ja auf jeden Fall auch noch. War hier noch irgendwas, wenn ich schon mal da bin? Konnte ich hier noch irgendwas aufsprengen eventuell? Nicht offensichtlich zumindest. Ich könnte... hier höchstens noch hinlatschen. Da warst du auch schon. Aber ja. Glaube... es hätte jetzt ja auch mal ein cooles Secret sein können. Leider war dem nicht so. Dann zurück. Ja, dann kann ich zumindest alles nochmal so ein bisschen ausprobieren, wie es funktioniert. So. Ah, Vorsicht, seltsame Kreatur. Umgang mit Sprengstoffen in der Nähe der Wand streng verboten. Dann erst recht, oder? Piu? Okay. Dann einfach mal rein. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, eine Feenquelle eventuell, weil ich das Wasser gesehen hatte. Fun Fact, Jan hatte vor dem Stream noch gemeint, er wollte mich irgendwo hinlotsen. Dann habe ich auch keckigerweise gemeint, ja, bestimmt ein Feenbrunnen mit irgendeinem geilen Upgrade. Deswegen habe ich mich ganz kurz siegreich gefühlt und dann saß da einfach ein Oktopus. Aber okay, ich war nah dran. Eventuell. Ja, das ist schon süß, oder? Was? Mama Mai Mai? Das ist okay. Mama Mai Mai nennt man mich. Und einfach ist mein Leben nicht. Denn nicht umsonst heiße ich Mama. Ich hüte eine 100 Char. Oh nein, ich muss ihre ganzen Kinder sammeln. Ich sehe es kommen. Welch Unglück mir hier widerfuhr. Mein Fleisch und Blut, die ganze Tour, verschwunden ist, ganz ohne Spur. 1000 Tränen muss ich weinen um meine 100 süßen Kleinen. O kleiner Mann mit großem Herz, beende Mama Mai Mais Schmerz, ich wusste es. Das Traurige ist, ich weiß, ich habe das in einem der letzten Streams schon mal als Beispiel gebracht und fragt mich nicht, warum ich das aktuell so oft bringe. In den Hamtaro-Spielen gibt es auch eine Mutter, die ihre Kinder verloren hat und die dann alle wieder eingesammelt werden müssen. Und es ist irgendwie... ich weiß auch nicht. Eine Standard-Quest, oder? Dass irgendeine Mutter ihre Kinder verloren hat und du die alle zurückbringen musst? Gleich 100 Stück. Ja, Skulltula-Flashbacks. Aber wahrscheinlich, je früher man damit anfängt, desto besser. Dann kann man das so ein bisschen nebenbei machen. Tausend Dank, oh großer Held. Linderst das, was mich gequält. Und eines werde ich nun gewahr. Knabenhaft erscheinst du zwar, doch was kommt, wird wunderbar. Hier, nimm diese Karte an. Mit ihr kommst du ganz schnell voran. Die Karte zeigt dir, wo sie sind. Ganz ungefähr ein jedes Kind. Die Mai-Mai-Karte soll dich leiten und dir zum Glück den Weg bereiten. Um die Mai-Mai-Schar dir anzusehen, drückst du ihr Touchscreen-Emblem. Zahlen wirst du darauf sehen, die allmählich runtergehen, wenn du Mai Mais kannst erspähen. Verstehst du nun, oh kleiner Mann, wie dir die Karte helfen kann? Dann zögere nicht, du großer Finder, such mir die verschwundenen Kinder. Spitz die Ohren, lausch dem Weinen von den vielen armen Kleinen. Ihre Texte sind schon hart vorzulesen. Das heißt, ich sehe jetzt zum Beispiel in dem Gebiet... südlich von mir sind 5 von ihren Kindern. Mhm. Aber ich bin ja jetzt kein Mathe-Profi, aber ich würde nicht behaupten, dass ich damit auf 100 komme. Vielleicht kannst du einige auch erst später bekommen. Also. Und das wären die, die du jetzt bekommen kannst. Ist das quasi zeitlich begrenzt? Nein. Also ich kann es prinzipiell auch immer machen. Ja. Ich glaube, das ist aber ein typischer Fall von, ich werde jetzt einfach gucken, was ich finden kann. Und eventuell mich später drum kümmern. Vielleicht finde ich ja auch mal zufällig eins. Hm? Nichts. Was ist das Geräusch? Ja. Kommen Sie da raus!
Kommen Sie da raus, habe ich gesagt. Aber irgendwoher kenne ich die Dinger. Ich habe die schon mal irgendwo gesehen, habe ich das Gefühl. Vielleicht als Easter Egg in einem anderen Zelda-Spiel. Ah, aber lohnt sich jetzt wahrscheinlich nicht für jedes Einzelne da wieder hinzurennen, oder? Kannst du später mal reinlaufen, wenn du ein paar mehr hast. Aber die sind nicht nur in Wänden, oder? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Einfach genau hinhören. Ja. Die gut. Solltest du eigentlich entweder hören oder eigentlich ganz gut sehen. Ja. Ich dachte mir schon, da ist doch bestimmt irgendwo eins in der Nähe versteckt, so ein bisschen Tutorial-mäßig. Und ja. Da ist auch eins! Wo ist das denn da im Wasser? Wasser mache ich später. Aber es ist zumindest schon mal markiert. So. Dann. Da ist die Fluchtfrucht. Das Wort ist furchtbar. Da ist der See. Da ist noch was im Wasser. Da rechts sind halt auch noch zwei Sachen, die ich markiert habe. Da würde ich auch irgendwie von... Die Frage ist, habe ich das da jetzt im Wasser markiert? Eventuell. Welches? Das ganz unten. Ja. Das heißt, das machen wir auch später. Und dann habe ich das... Wie komme ich da denn am besten hin? Außenrum, wa? Land oder Wasser? Nein, Wasser will ich ja zum Schluss machen. Dann außenrum. Jan ist auch nur hier für die guten Tipps. Das mache ich dann später. Nein, mach das jetzt. Hallo, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin bewaffnet. Ja, anscheinend auch. Leider ja. Wie komme ich denn da wohl hin? So. Nein. Ich glaube, ich habe aber auch fast alle Items eigentlich gekauft. Also was ich nicht gekauft hatte, war glaube ich irgendwie der Feuerstab und der Tornadostab und ich glaube der Enterhaken. Mhm. Aber ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass ich diese Statue nicht verschieben oder explodieren lassen kann oder sonst irgendwas. Ich denke mal, die Höhle dahinter ist nicht umsonst da. Eben. Das heißt, es bringt eigentlich auch nicht so viel, das zu markieren, weil, naja, ich komme hier sowieso nicht da rein. Warum lasse ich mich eigentlich von jedem Ritter hier so ein bisschen treffen? Da ist auch ein Mai Mai! Erwischt! Hm? Achso, du guckst nur deine Hände an. Mhm. Ich dachte, du wolltest mir irgendeinen subtilen Tipp geben. Kann man die sprengen? Die sehen so fett aus. Hm, die sind auch ziemlich fett. Ich glaube es nicht. Wobei der ganz schön Wumms hat. Wenn ich die nicht sprengen kann. Wie kriege ich das denn dann weg? Ach, die brauchen 3 Hits. Da ist halt auch wieder eine Höhle. Vielleicht kriege ich ja irgendwann auch mal so Kraftarmbänder oder so. Dass ich dann gegebenenfalls die Dinge einfach anheben kann, aber sprengen und hämmern funktioniert schon mal nicht. Ja, das könnte ich auch noch mal als wichtig zumindest markieren. Und dann wollte ich ja eigentlich in das andere Gebiet, was ich markiert hatte. Das ist irgendwie auch ein bisschen verdächtig, oder? Einfach alles in die Luft jagen. Ich nehme einfach jetzt alles mit, was ich finden kann, während ich meine Pins abarbeite und pinne dabei noch mehr Sachen. Mhm. Es ist überhaupt nicht hilfreich, aber irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich nichts mehr zum Pinnen habe. Spätestens, wenn du keine Pins mehr hast. Das stimmt. Hup. Okay. Fliegen Sie mir bitte nicht direkt ins Gesicht. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Das ist in Ordnung.
die guten Geldsteine. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gelandet bin. Ach, guck mal. Ist schon echt gut, dass ich diese Mai-Mai-Quest jetzt schon mal gemacht habe, weil sonst wäre wahrscheinlich hier einfach gar nichts. Mhm. Wäre einfach nur die 8 Rubine da. Also für sowas ist es halt echt gut, jemanden dabei zu haben. Ich meine, klar, man würde es halt selber irgendwann auch herausfinden, logisch. Aber man ärgert sich dann ja vielleicht, wenn man sich denkt, ah, hätte ich das doch mal früher gefunden. Da ist es dann schon ganz nett, wenn man da so ein bisschen drauf hingewiesen wird. Ach, sieh mal einer an. Haben da nicht noch gerade drüber geredet? Ich meine, ich sammle halt auch immer gerne ganz gezielt. Oh, ihr seid ja alle wieder da. Sagt mir das doch. Nach dem Motto, okay, ich arbeite jetzt einmal alles ab, weil irgendwie bin ich ja auch so ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Deswegen hätte ich, glaube ich, auch so große Probleme mit Metroid-Spielen, weil ich nie ein Gebiet komplett abschließen könnte direkt. Das würde mich, glaube ich, auf Dauer kirre machen. Aber, ne, eigentlich habe ich das ganz gerne, dass ich ein Gebiet einfach komplett abschließe und gut ist. Es geht hier natürlich auch nicht. Also da muss ich echt erstmal gucken, was jetzt für mich überhaupt möglich ist. Was war das? War das ein Feenbrunnen zufälligerweise? Oder was war das hier? Weiß nicht. Oh, hier war ich schon mal drin. Ist da sonst noch irgendwas? So zum Sprengen oder so? Aber ich glaube nicht. Okay. Also, aber dafür fühlt es sich dann, glaube ich, umso besser an, wenn man es dann irgendwann wirklich komplett hat. Einer von euch war fake. So. Da komme ich dann später ins Wasser. Und lasst mich doch nochmal hier gucken. Ob ich mit diesen Pfosten eigentlich auch was machen kann? Ich habe ihn in die Erde gerammt. Ob mir das so viel geholfen hat, ist die andere Sache. Dann lasst mich da nochmal ein bisschen gucken. Weil dieses entspannte Erkunden ist eigentlich auch ganz angenehm. Das wären dann immer so die Folgen, die man sich auf YouTube oder so anguckt, die dann viele Leute wahrscheinlich einfach skippen würden, weil es ihnen zu langweilig ist. Das gehört einfach dazu. Okay. Hot Plate. Schon so ein bisschen. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn ich nicht sofort alle Sachen von Ravio kaufe. Weil wir wissen alle, irgendwann werde ich drauf gehen. Ach, da hatte ich das gesehen im Wasser. I see. Da ist noch ein fetter Stein. Hallo? Ich will sie doch nur töten. Ich sehe, das stand der da beim letzten Mal schon rum. Mhm. In der Höhle war ich, glaube ich, war ich da auch? Oh, ich habe doch keine Ahnung mehr, wo ich schon überall war. Jetzt fühle ich mich gut. Hm. Hallo? Kann ich hiermit irgendwas machen, ist die andere Frage. Noch eine leere Flasche? Mit Kesha. Ach ja, es ist so ungewohnt. Tatsächlich. Weil, ne, in allen anderen Zeldas einfach mit der Flasche und gut ist. So, aber dann ganz schnell mal wieder weglegen. Aber kann ich mit der Feenstatue irgendwas machen? Weil irgendwie das war viel zu gut bewacht, als dass hier jetzt nichts ist. Die Sache ist, explodieren klappt schon mal nicht. Vielleicht auch mit Eis, weil ich mit Eis auch hier reingekommen bin. Was passiert, wenn ich Eis auf Wasser packe? Ach so, ich kann das Wasser einfach nicht einfrieren. Irgendwie funktioniert das nicht. Kann ich hier überhaupt jetzt schon was machen? Ich glaube schon was nicht. Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass es eventuell so ist, dass später hier dann die Fee erscheint und ich jetzt quasi einfach zu früh schon da bin.
Das wäre jetzt so meine Intention oder meine Vermutung. Schwupp. Dann müssen wir leider erstmal wieder gehen. Jetzt habe ich mich... Wer hat denn das Feuer schon wieder angemacht? Jetzt habe ich mich ja schon ein bisschen gut gefühlt, weil ich dachte, dass ich jetzt schon recht früh an ein Secret komme. Weil ja vielleicht nicht jeder direkt den Eisstab mitnimmt. Aber leider war dem nicht so. Was ist denn mit diesem Felsen dort? Warum sind die Bomben hier eigentlich so schlecht?